Grüßt euch, meine lieben YouTube-Freunde. Ich habe jetzt gerade meinen Sparbrand gefüllt mit Räucherspäne 01. Das ist eine ganz feine, also wie Mehl schon. Das geht am besten. Habe es gerade angefacht mit einem Bunsenbrenner. Ich muss da bloß einmal ein bisschen langsam tun, weil ich da mit einer Hand das Filmen. Darunter habe ich jetzt schon das Räuchergut reingehangen, wie gesagt. Warmal Bauchfleisch und dreimal Schweinebacke. Eine Schweinebacke habe ich mir aufgehoben, die tue ich Luft trocknen lassen. Wie gesagt, den Sparbrand habe ich jetzt gerade angemacht. Der funktioniert ganz gut. Man kann es sehen, wie das schön qualmt. Und das Ganze kommt jetzt da ganz da unten rein. Ich schaue mal, ob ich das schaffe mit einer Hand. So, ich nehme jetzt den Sparbrand. Du das da unten reinschieben und das unter, Entschuldigung, unter das unterste Fach. Man kann es schon erkennen, wie der Räucherschrank sich schon langsam füllt. Jetzt machen wir da die Türe zu. Verriegelt das Ganze hier. Ich habe so 10 Grad da drinnen. Es kann bis zu 18, 20 Grad sich füllen, also steigen besser gesagt. Jetzt mache ich da unten den Deckel wieder drauf. Entschuldigung, wie gesagt, ich kann das nicht so genau alles gut filmen mit einer Hand. Bloß, dass ihr so einen Eindruck bekommt, wie ich das mache. So. Unten verschlossen, man kann da auch hier ein bisschen Luftzufuhr geben oder weniger. Ich mache mal jetzt ganz zu, gehe da ganz darauf und man kann es hier schon erkennen, wie der Rauch da schon rausgeht. Da mache ich auch halb zu. Später werde ich aufmachen. So. Das war es jetzt schon wieder. Das ist jetzt der zweite Durchgang. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Euer Albert.